Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer authentischen Überlieferung, derjenige, der in dieser Dunya ein Berühmtheitskleid anzieht, so wird Allah azza wa jall in Yawmul Qiyamah das Kleid der Erniedrigung anziehen. Das heißt, er wird bestraft werden. Was ist Berühmtheitskleid? Das Berühmtheitskleid, sagen die Gelehrten, bedeutet, dass man komplett entgegengesetzt zu dem sich anzieht, was ein typischer Kulturbrauch hergibt. Zum Beispiel. In Saudia siehst du die Frauen, in der Regel haben sie Niqab bzw. Hijab. Okay? Jetzt kommt eine in einem Tanzfummel und stolziert so über die Straßen. Das ist hier dieser Thawb Ash-Shuhra. Okay? Das heißt, sie entgegnen dem Brauch der Kultur, welches in diesem Land maßgeblich ist. Sagt man, ja, aber in Deutschland tragen doch die Frauen kein Hijab. Ja, das ist Pflicht für die Frauen, dass sie Hijab tragen. Das gilt hier nicht. Das ist ein anderes Thema. Na, sie müssen hier den Hijab tragen. So. Aber jetzt auch in bestimmten Gegenden. Zum Beispiel wohnst du in einer Gegend, da sind nur Nazis. So, und wenn du dann mit Jalabiya rumläufst, machst du dir selber Probleme. Verstehst du? Soll man auch unterlassen. Soll man auch unterlassen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya dhakiran al-ashab, kum mutadiban.